Hallo, wieder ist der Nitro an der Reihe. Eine VN7793G. Also, Laptop startet eigentlich nicht. Zumindest es leuchtet nichts. Schließ mal das Nabo-Netzteil. So. Kurzschluss haben wir zumindest nicht. Der Akku könnte sein. Ladelampe leuchtet. Der Akku nimmt etwas komisch Strom auf. Es geht schön an. Tastaturbeleuchtung funktioniert. Es wäre ein ganz akzeptable Stromaufnahme, aber das Mainboard steht praktisch. Also von der Stromaufnahme sieht man immer, ob ein Mainboard arbeitet oder steht. Aber das hier bewegt sich nicht. Also es wird etwas warm, die Lüfter laufen an, und deswegen gibt es etwas Änderung, aber im Bild haben wir tatsächlich nicht. Akku sollte viel mehr Strom aufnehmen. Hoffentlich der Akku macht diese Stromaufnahme. Schauen wir rein. Hier in die Ecke. Es hat schon bessere Tage gesehen, aber sonst sieht es in Ordnung aus. Ja, hier gibt es etwas. Schon bekommen, ein kleiner Schlag, aber es kann das Fehler doch nicht verursachen. Ist komisch, dass die Kameras hier unten einen Platz bekommen. Oh, machen wir das noch spannender. Ich zeige mal. Ich habe das auch netterweise bekommen. Also hier die Kostenvoranschlag für dieses Gerät von Acer. Bla bla bla. Wir erhalten vielleicht folgende Reparatur an. Notebook getestet, das Mainboard ist defekt, keine Garantie. Mainboard zum reduzierten Austauschpreis. Dieser reduzierte Preis macht am Ende 1120 und noch was raus. Hier. Dass ich am liebsten diese Variante Reparatur nicht ausführen, kostenfreie Fahrgerät entsorgen. Und dann hat man nichts von nichts. Aber zurück zur Reparatur. Nur vorher sehe ich nichts Auffälliges. Einige Anschlüsse wurden hier markiert, aber es kann sein, dass es schon geöffnet wurde.
Ich fange mal mit einem BIOS-Reset an oder CMOS-Reset. Ob das etwas Änderung bringt. Strom anschließen. Ja, wir haben diese 250 mAh Stromaufnahme nicht mehr. Der Akku wurde getrennt. Einschalten. Und das Mainboard steht. Stromaufnahme ist viel zu stabil. Etwas verhindert ein richtiger Start. Interessant ist, dass also diese Board sollte mehrere Neustarts durchzuführen nach einem CMOS Reset. Und wenn es nicht macht, dann ist das schon komisch. Es macht selbst meistens sogar, wenn der BIOS defekt ist oder so etwas. Ich nehme erstmal alle die Peripherien raus. Schauen wir, was das Mainboard selbst macht. Es kann sogar die Tastatur sein. Oder etwas, die LED-Panel glaube ich nicht. Diese hintere, trennt mal alles und so ist es sauber. Ich nehme mal die Arbeitsspeicher raus. Was soll das? Dieser Spaß sein? Hier sehe ich etwas Schmutz oder was in diese Richtung. Ob ich das zeigen kann. Hier. Aber das sieht man hier, das auch nicht. Also, es ist etwas dunkler, diese Pin hier. Wieder nicht in Kamera. Also, hier diese Pin, es ist dunkler, das war auffällig. Für mich zumindest. Und wenn man hier von dieser Richtung anschaut, nur nicht fallen lassen. Siehst du? Da ist etwas Korrosion drin. Ganz minimal, aber Korrosion. Welcher RAM war das hier? Eingebaut, das habe ich schon vielleicht vertauscht. Ich glaube, diese sollte sein.
Ja, hier gibt es etwas minimale Spuren von dieser Korrosion. Und genau dort sollte diese Pin eigentlich kontaktieren. Aber es kann nicht so einfach sein. Das wäre wieder ein super Videomaterial. Ich mache mal beide RAM sauber und auch diese Slot. Zweite Mal. Und hier vielleicht mit der Zahnbürste. Eine schmutzige alte Zahnbürste darf von keiner Werkstatt fehlen. Sieht schön aus. Einmal ich habe die Tastatur abgeschlossen, aber ob etwas sich geändert, einschalten und schau mal, wie schön bewegt die Stromaufnahme. Also es schläft nicht mehr. Es passiert da etwas tatsächlich. Ein, zwei Neustarte sollte folgen. Und hier die erste. Na, mach. Es bewegt sich schön. So sieht eine gesunde Stromaufnahme aus. Na? Noch einmal Neustart. Einige neuere Nitros. Vielleicht 5, 6 Neustart brauchen auch. Display habe ich nicht abgemacht. Komm schon. Mach schnell oder mach nichts. Was denn? Ist das wie? Es passiert wirklich wieder. Und was soll ich für diese Reparatur verlangen? Hallo? Zahnbürste bewegt. 1 Milliliter Isopropylalkohol und 10 Minuten Zeit. 1200 Euro geht. Oh je. Es kann nicht wahr sein wieder. Nein. Okay.
Das Zeug ist nicht mal schmutzig. Zweimal gepustet. Noch 20 Euro pro Stück. Also wir sind bei 1300. Hier sind wir schön. Also, das war's für diese Video wieder. Ich mag die nächste schon. Sowieso Nitro. Das baue ich später zusammen. Also der nächste Kandidat. Wieder ein Nitro, erste Serie. Netterweise. Mit der Prüfung und die Diagnose. Das ist nicht übersehbar. Blablabla. Also, Kursus auf Mainboard, Überprüfungspauschale. Arbeitseinheit, 10 Minuten Datensicherung. Die HDD und die externe HDD. Und ein Acronis Image. Kostete. Zoom. Achtundachtzig Euro. Keine Reparatur, aber etwas verdient. Kurz Schluss, dann fangen wir gleich mit Over Current Protection an. Und es scheint wirklich ein Kurzschluss zu sein. Startet natürlich nicht. Dann wieder zum Tisch. Ehrlich? Hier ist doch noch die Festplatte drin. Ich habe gedacht, die waren so klug und haben eine externe Festplattengehäuse genommen für 5 Euro und das für 80 verkauft. Aber hier ist das scheinbar auch nicht passiert. Kann es sein? Natürlich kann. Nein, falsch. Falsch Alarm. Ich habe gedacht, dieser Kondensator wäre gebrochen. Hier nichts. Der hat ein bisschen andere Farbe hier in der Mitte. Muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass es defekt ist.
Du vielleicht. Na gut, es ist nichts zu sehen. Und dann zaubert uns wieder die Wärmebildkamera etwas. Ich habe 6 Jahre lang ohne Wärmebildkamera gearbeitet, aber werde nie wieder hergeben. Na, also etwas Strom anlegen. Nur ganz kurz. Und schon. Hast gesehen, neben diesem Anschluss. Hier. Zack, zack. Da gibt es zwei Kondensatoren, die mehr als verdächtig geworden. Ja. Welche von diesen zwei, das sagt uns ein wenig Alkohol. Ja, mit dieser Beleuchtung siehst du das denn besser, glaube ich. Ein Tropfen Alkohol, Strom anlegen, jetzt. Und die linke Stück. So, also die linke. Okay, zum Probieren geht das ohne auch. Ist das auch alles unberührt und sauber. Braucht man nicht, auch nicht einmal Displaykabel. Und du hast wieder die Möglichkeit, etwas Magic zu sehen. Kurzschluss haben wir keine mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.